Und damit herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Lass uns handeln. Ich bin hier wieder, wie versprochen, bei den Magiern, bei Kronos, um zu schauen, ob er roten Tränenpfeffer hat. Das sieht mir allerdings nicht danach aus. Schade. Nun gut, dann hätte ich gerne wieder meine Feuermagierrobe inklusive Gürtel. Und dann begebe ich mich, wie versprochen, zum Canyon. Dann erstmal zu den Piraten, gucken, ob die roten Tränenpfeffer haben. Und wenn ja, dann kaufe ich welchen und wenn nicht, dann überspringe ich den Schritt. Und danach gehe ich auf jeden Fall dahin, wo die Orks waren und versuche mal, den Feuerteufel umzulegen. Ich bin sehr gespannt, ob das klappt, vielleicht mit einem Eisblock. Könnte ich mir vorstellen. So ein Feuerläufer on the rocks. Ne? Mit dem Schattenläufer hat es ja ganz gut geklappt. Hast du hier hey, was? Du. Nee, du hast nichts zu handeln, ne? Nee, du kannst mich nur unterrichten. Wobei, hey. Was konntest du mir noch unterrichte gleich mich. Was soll ich dir... Genau, was? Zähne ziehen, Therapeutenbogen? Nope, brauche ich nicht. Danke, ich muss mal eben niesen. Okay, muss ich doch nicht. Kennt ihr das, wenn man niesen muss und dann... Doch nicht. Und dann hört es wieder auf und man ist voll enttäuscht, weil es immer noch kitzelt, aber einfach nicht rauskommt. Ah, ich hasse das. Nun gut, tut nichts zur Sache. Hier hätte ich gerne roten Tränenpfeffer von dir, Garrett. Erzähl mal. Lass uns handeln. Das ist doch alles nur Gerede. Du hast schwarze Perle. Ach, das war's schon. Tja. Von selbst ist der. Gibt's was Neues? Jetzt, wo Greg wieder da ist. Ja, das kennen wir alles schon. Wer von euch handelt denn noch? Warst du das? Nee, du kannst mir was beibringen. Du auch nicht. Ich glaube, Skip oder so hat ein paar Waren, ne? Aber damit handelt er nur in Korinnes. Ja, das hat er wirklich behauptet. Greg auch nicht. Wer auf jeden Fall handelt, ist hinten Samuel, der Tränkemeister. Bei dem könnte ich mir sogar vorstellen, dass er sowas hat, weil der ja auch so Zeug braut. Gewürze macht und so. Kocht er vielleicht auch? Keine Ahnung. Ich schau einfach mal, also wenn... Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der sowas hat. Ich hoffe mal, er hat was. Ich will was Stärkeres. Was darf sein? Schneller Hering, Loose Hammer, genau. Hab ich ein Rezept für dich? Schade. Ich will meine Ration... Ohne... Warte mal. Achso. Was hast du sonst noch? Das da. Bei mir gibt's alles, was ein Pirat zum Überleben braucht. Ja, dann zeig doch mal her. Nein, du hast leider auch keinen roten Tränenpfeffer. Verdammt, wo kriege ich den her? Gibt es hier irgendwo noch Händler? Den Aussiedler gäbe es noch, den... Aber der hat doch... Der handelt doch nicht mit Waren. Dann wüsste ich jetzt ehrlich gesagt spontan hey, auch nicht, du. Wo ich hier in der Erweiterung hier das auf Jaken da noch irgendwo roten Tränenpfeffer bekommen könnte. Ich war bei den Piraten. Ich war bei den Banditen. Ich war bei den Magiern. Ja, das war's eigentlich schon. Es könnte natürlich sein, dass ich jetzt im Canyon zufällig welchen finde. Das will ich mal nicht ausschließen. Aber falls nicht, dann führt kein Weg dran vorbei, dass ich zurückgehe nach Korinnes und mich dort mal umschaue. Denn dort... Ich hoffe mal, dort kann ich sowas kaufen. Oder irgendwo finden. Ich glaube sogar, ich hatte sowas mal und hab's dann... Vielleicht habe ich es verkauft. Kann sein, als ich Gold brauchte. Ich frage es nur bei wem. Ich weiß es leider nicht mehr. Und ich werde garantiert nicht die ganzen alten Folgen schauen, um es rauszufinden. Wie mache ich das jetzt? Ja, ich spiele einfach mal weiter und schaue mal, ob ich zufällig welchen finde. Genau, und wenn nicht, dann gehe ich nach Korinnes zurück und klappe mal die ganzen Händler ab. Ja, da führt halt leider irgendwie kein Weg dran vorbei. Was soll's. Vielleicht, ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich bei den Magiern im Kloster die Suche anfange. Wegen Alchemiezutaten und so. Das ist ja eigentlich eine Alchemiezutat. Ich könnte mir vorstellen, dass die Magier da was haben. Die Feuermagier. Andererseits hätte ich mir da eigentlich auch gedacht, dass die Wassermagier schon sowas haben. Schauen wir mal.
Jetzt bin ich erstmal gespannt, ob es hier neue Orks gibt, aber eigentlich dürfte das nicht der Fall sein, denn es kommen eigentlich nur beim Kapitelwechsel neue Gegner dazu. Ich wechsle mal auf den Eisblock, um sicher zu gehen, dass ich den gleich ausgewählt habe, wenn es hier hart auf hart kommt. Und ich weiß ja eigentlich schon, was mich da drinnen erwartet. Ist nur so ätzend, dass ich hier so lang laufen muss. Aber egal, ich bin ja hier. Ich hab's ja schon. So, genau, der Feuerteufel. Und bevor ich mich mit dir anlege, lieber Feuerteufel, mache ich einen Spielstand. So, ich gehe noch ein bisschen näher ran. Was? Ich kann den nicht einfrieren? Das ist ja fies. Das ist ja hinterhältig und gemein. Nun gut, kann ich eben mit Feuer den Schaden machen. Minimalst. Aber wirklich ganz minimalst. Verdammte Axt. Ach, herrje. Ich fürchte, das wird nicht so einfach. Warum zum Henker kann ich den nicht einfrieren? Ich hätte ja gedacht, dass Eis vielleicht effektiv ist gegen Feuer oder so. Ha, vielleicht auch nicht. Gut, Feuer funktioniert genauso wenig, haben wir schon gemerkt. Dann ist der vielleicht ein Untoter. Probieren wir es nochmal aus. Hm, nein, er ist kein Untoter. Eis funktioniert nicht. Dann hätte ich doch hier noch den Blitzschlag, immerhin viermal. Oh, das funktioniert ganz gut. Zack und tot. Nichts zu plündern. Ja, das ist mir egal. Ich hab's geschafft. Yay, ich bin so gut. Und da das gerade so extrem gut funktioniert, sollte ich mir vielleicht den Blitzschlag... Welchen Kreis hat er denn, der Blitzschlag? Weiß ich gar nicht. Muss ich mal nachschauen bei Gelegenheit. Dass ich mir da den mal als Rune hole. Hm, ein paar Steintafeln. Leider Stufe 3, kann ich noch nicht lesen. Aber wird bestimmt noch nützlich. Rechts. Zweimal rechts. Zweimal rechts. Einmal links. Einmal rechts. Und dann einmal links. Nein, zweimal rechts. Einmal links. Einmal rechts. Einmal links. Einmal rechts. Rechts, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Na, okay. Wie jetzt? Ich hätte eigentlich gedacht, dass hier die Steintafel drin ist. Verdammt. Ich muss da noch weiter runter. Okay, gibt's hier irgendwas? Sieht nicht so aus. Dann, wie viel Mana habe ich? 75. Das lohnt sich doch nicht, hier einen Trank zu schlucken. Ich hoffe mal, da ist nichts. Noch so ein Feuerteufel. Hui, 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 Steinwächter. Kein Problem. Ich weiß, wie ich mit denen umgehen kann. Einfach im Nahkampf. Problem ist nur, ich muss erstmal meine Waffe ziehen. Nein, du darfst mich... Ach, Mist. Verdammte Axt. Habe ich davor gespeichert? Ich hoffe doch. Tja, ne? Nun gut, immerhin weiß ich jetzt, was funktioniert. Das ist schon mal viel wert. Was war's? Blitzschlag war's, glaube ich. Einiger Pfeil wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja, okay. Blitzschlag. Nun denn. Eins, zwei, drei, vier. In Fort mit dir. 80 Mana. Füll dich gleich mal wieder auf. Hab ich doch. Oder was nehme ich für 20 Mana? Da, zwei von denen. Wird schon funktionieren. Gut, habe ich mir auch hier die Dietriche gespart. Zweimal rechts und dann immer abwechselnd links, rechts, links, rechts, links. Ah, ich fühle mich so ein bisschen, als hätte ich beschissen, weil ich jetzt hier alles ohne kaputte Dietriche krieg. Hm, schade. Aber immerhin interessant. Gegen zwei Steinwächter auf einmal bin ich wohl doch noch nicht so ganz gerüstet. Andererseits, warte mal, die machen doch physischen Schaden. Gegen physischen Schaden bin ich doch mit der Leibgarderüstung. Moment, was? Gürtel des Schutzes? 7-7? Nicht die schwere, aber die Rüstung. Die da will ich. Genau, 77. Dagegen bin ich doch deutlich besser gerüstet mit der Raven-Rüstung. Okay.
Zumindest theoretisch. Und praktisch wohl auch, wie es aussieht. Ja. Nicht, da ist nichts. Und da hinten wartet noch ein Feuerteufel auf mich. Halleluja, ich liebe diese Viecher. Ach. Das ist mir jetzt zu heiß. Zu heiß, verstehst du? Ah, 130 Leben. 130. 60 macht 70. Und 70 minus 50 macht 20. Und dann 4 von denen. Na, ich hätte auch den Käse essen können. Und eine. Egal. Wird schon passen. Dann gehe ich doch erstmal hier auf diese Seite. Und speichere vielleicht nochmal eine Runde. Und das ist Safe Game Nummer 300. In Folge Nummer, keine Ahnung, 117. Das heißt, ich speichere im Schnitt nach wie vor 2 bis 3 Mal pro Folge. Das ist okay. Das ist voll in Ordnung. Zwischendurch habe ich viel zu wenig gespeichert. Hey! Da ist nichts zu holen. Ich sollte nicht zu schnell auf den Tasten rumhauen. Da passiert nämlich sowas. Nein! Noch ein Feuerteufel! Verdammte Axt! Was zum Henker? Ah, ich muss hier weg. Ich muss hier aber sowas von weg. Ich bin ja beinahe tot. Oh mein Gott. Hilfe. Wie viele Lebenspunkte habe ich noch? Ein? Ah, 4. Doch so viel. Wow, war das knapp. Meine Fräse. Ja gut, ich habe es nicht hektisch. Ich habe es nicht eilig. Das heißt, ich muss jetzt hier nicht unbedingt mich sofort auffüllen. 330. Nein, warte mal. 300. 1, 2. 2 von denen. Und die 30 hole ich mir mit... keine Ahnung. Was soll's. Komm, habe ich halt 6 verschwendet. Ist doch okay. Mana ist voll. Immerhin. Tja, das wird so leider nix. Nicht mit Steinwächter und Feuerteufel. Okay, also ich sag mal so, den Eisblock brauche ich nicht für den Steinwächter. Und der Eisblock bringt mir nichts bei dem Feuerteufel. Aber ich kann mir mal deswegen den abwählen. Dann nehme ich den Feuerpfeil, damit treffe ich nur einen Gegner. Und kann den hoffentlich einzeln zu mir locken. Mit der Hoffnung natürlich, dass ich den Steinwächter erwische. Und der Feuerteufel da hier wegbleibt von mir. Ja, das hat funktioniert. Sehr gut. Nichts zu holen. Gut, das hat funktioniert. Da speichere ich doch gleich nochmal. Und die Frage ist natürlich, wird der Feuerteufel hier auf mich aufmerksam? Natürlich wird er das. Ah, wie ärgerlich. Immerhin, Moment, wenn er jetzt hier rauskommt... Naja, kommt ja raus. Mist. Kann ich die Flucht nach vorne antreten? Hier ist die Truhe. Leider nicht die Tafel, die ich suche. Verdammt! Nein! Ich verbiete dir, mich zu töten. Ich sagte, ich verbiete dir, mich zu töten. Okay, ich mach das ganze Hit and Run. Ich laufe jetzt wieder raus, heimlich wieder hoch. Ach, herrje. Das ist ja ätzend. Aber sowas in der Art habe ich befürchtet. Nun denn. Ich mach's mal hier eben kurz und schmerzlos und trinke hier einfach so ein Ding. Da kann ich jetzt nix. Ist mir egal. Ich will nicht, dass es hier so lange dauert. Meine Fräse. Okay, gut. Das war erfolgreich. Das heißt, ich speichere hier nochmal. Denn wichtiger als hier voranzukommen, ist nicht wieder zurückzufallen. Das macht das Ganze nämlich noch ätzender. So, was haben wir hier noch? Da ist diese Truhe. Da kommen sie mal mit. Komm mal mit. Komm mal mit. Yep, so ist fein. Dann ich hier auf dieser Seite rein. Hier ist ein Trank. Hier ist Heilkraut. Okay, das brauche ich alles nicht. Keine Truhe mehr. Das soll mir recht sein. So, und jetzt lässt er wieder ab. Sehr gut.
Und ich brauche ganz viel Leben. Ah, okay. Das war vielleicht nicht so... Na, ich sag's mal so, das war mutig, weil ich weiß nicht mehr genau, wie viele Pilze ich brauche bis zum Mana plus 5. So, ich brauche irgendwie 90. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 macht 60. Ach, was soll's, ist doch egal. Hier, komm, 70 und dann brauche ich noch genau 50. Wer sagt's denn? Geht doch. Alles gut, alles gut. Ich will nur nicht allzu viel verschwenden. Mal so langsam geht's... Ja, Moment, da spreche ich nochmal. Ich habe zwar jetzt nichts gefunden, aber ich weiß immerhin, dass da drin nichts ist. So, komm mal her. Und wenn du mir dann hier rausfolgst, dann sollte ich theoretisch relativ gefahrlos darunter können und dich abhängen können. Bis zum nächsten Steinwächter, war ja klar. Immerhin, der Feuerteufel ist weg. Sehr gut. Hey, das hat ja super geklappt. Der Feuerteufel ist weg. Der Steinwächter ist besiegt. Und was steht hier auf dieser Tafel? Radames war schwach, der Wille des Schwertes übermannte ihn und machte ihn zu seinem Werkzeug. Das Leid und die Grausamkeiten, die er in seiner Verblendung über unser Volk brachte, vermochten nicht einmal mehr die Heiler zu lindern. Das Schwert erkannte schnell, dass das Volk zu schwach war, um seine Pläne zu durchkreuzen. Allein die Macht unserer Ahnen konnte ihm noch gefährlich werden. Und so ließ es Radames alle Totenwächter verbannen oder hinrichten und machte so jede Hoffnung auf Erlösung von diesem Übel zunichte. So war kein einziger der Totenwächter mehr zugegen, als die verbliebenen vier entmachteten Anführer unseres Volkes den bitteren Entschluss fassten, die Jagenda aufzugeben. Der Krieg tobte in den Straßen, als die Heil aufbrachen, um den einzigen Zugang zu unserem Tal für immer zu verschließen. Ach herrje, das heißt, irgendwelche Idioten haben euch in den Untergang gestürzt. Quahodron, der Hohepriester Kardemon und ich selbst berieten in diesen Hallen über einen Weg, Radames und das Schwert zu bezwingen. Quahodron und Kardemon waren der Meinung, Radames mit vereinten Kräften im Kampf besiegen zu können, doch ich kannte die Macht des Schwertes zu gut, um daran glauben zu können. Welches Schwert ist das denn? Kann ich das... Hat Raven das jetzt vielleicht? Verdammt. So machte ich von meinem Recht Gebrauch, die Entscheidung der beiden anderen zu überstimmen. Ich beschloss stattdessen Radames mit einer List zu überwinden. Quahodron folgte der Entscheidung des Rates. Er begab sich in den Tempel Adanos und schickte nach seinem Sohn. Der Hass seines Sohnes hatte schon solche Gestalt angenommen, dass Radames in wilder Raserei in den Tempel stürmte, um seinen Vater zu richten. Er erkannte unsere Pläne erst, als es für ihn zu spät war. Quahodron verschloss die Heiligenkammer des Tempels hinter sich und Radames war für alle Zeiten im Tempel gefangen, bis Raven die Tore wieder öffnete. Mist. Das ist natürlich blöd, dass Raven es wieder geöffnet hat, wenn der so fies ist und so böse und so gemein und so böse vor allem. Ring der Unbezwingbarkeit, was habe ich denn gefunden? Ich habe einen Ring gefunden, Ring der Erleuchtung war es nicht, den hatte ich schon. Ring des Manas hatte ich auch schon, Ring der Unbezwingbarkeit hatte ich schon. Hä? Was für einen Ring habe ich denn da gerade gefunden? Keine Ahnung. Aber genau, richtig Feuerfall brauche ich nicht mehr. Ich nehme mal wieder Eisblock. Das hier, die alte Steintafel, goldene Schale, Schatulle. Verdammt. Auch hier ist nicht die Steintafel, die ich suche, die bunte. Das heißt, ich muss da auf die andere Seite. Moment, ich brauche 13 Leben. 13 Leben. Für 13 Leben schnappe ich mir 3 Beeren. Also muss ich zur anderen Seite und an diesem dämlichen Feuerteufel vorbei. Ah, verdammt. Den ich leider nicht rauslocken kann, weil er relativ schnell die Fährte aufgibt. Oder habe ich... Moment, habe ich die schon, die Tafel, und habe sie nur übersehen? Bin ich so blöd gerade? Ich habe nur die rote, ne? Ja, war ja klar. Kann ich die öffnen? Nee. Das ging nur bei der einen von Francis. Ach gut. Tja. So stehe ich nun hier, ich Armatur, und bin so weit als wie zuvor. Ich würde mal sagen, ich versuche das Ganze nächstes Mal. Denn die Folge ist schon wieder so lang. Immerhin weiß ich, hier unten muss die Tafel irgendwie sein, irgendwo liegen.
Genau, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn ich hier mich mit diesem Schattenläufer, mit diesem Feuerteufel anlege und die hoffentlich letzte bunte Tafel finde. Bis dahin, auf Wiedersehen.